Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge mit God of War. Wir haben, zumindest glaube ich das, den letzten Gefallen für die Zwergen erledigt. Habe jetzt auch auf die Rüstung gewechselt, die wir dadurch bekommen haben. Und das heißt wiederum auch, dass wir jetzt endlich mit der Hauptquest weitermachen können. Und dafür müssen wir einfach nur durch Tiersohn, diese Tür hier was schreiten. ist es? Wir sind Fürs drin, verborgene aber Kammer. was ist das hier? Ja, Ich da weiß es fragst du mich. genauso wenig wie du. Hab ja ich mal keine Ahnung, was das hier ist. Ich schätze aber mal grob, was tut sich denn da oben? Da öffnet sich irgendwas. Na gut, erstmal das hier aktivieren. Okay. Der Baum, Hier ist wie es unterhalb der finster. Weltenreisekammer. Aber wieso ist der Boden an der Decke? Diese Weltentüren spiegeln die von oben. Okay. Kann ich hier durch? Sieht irgendwie aus wie eine Tür. Ist sie aber, glaube ich, nicht. Sieh mal. Da oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha, direkt neben der Jötunheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Ja, definitiv nicht von hier aus. Irgendwie müssen wir in die Decke kommen. Oh, was ist denn jetzt los? Momentan bin ich ein kleines bisschen verwirrt, muss ich sagen. Na, hier könnten wir durch. Vorher gucken wir hier nochmal weiter. Da ist doch sicherlich noch irgendwo eine Kiste oder irgendwas versteckt. Wird es hier doch sicherlich geben. Ich meine, ich laufe jetzt doch wohl nicht umsonst hier den ganzen Weg im Kreis. Doch, ich laufe den ganzen Weg umsonst im Kreis. Ja, wunderbar. So, warten jetzt nochmal die Tür. Ach, da geht sie wieder auf. Da hinten hat sich aber auch eine Tür geöffnet. Naja, egal. Gehen wir mal durch die hier. Ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche. Offenbar Kunst der Riesen. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Ah. Okay. Wer bist du, mein Freund? Wie kommst du hier rein? Gut, ich schätze mal grob, da muss ich rein und da komme ich wahrscheinlich nur wieder auf der anderen Seite hoch. Grob geschätzt. Habe ich recht? Ja, ich habe tatsächlich recht. Okay. Ja, dann mal hier rein. Wow, wer sind die? Die Halle Tyrs. Vorne sehen wir ja schon mal eine schöne Rune. Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau. Und sieh nur. Die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Okay, was hast du jetzt vor? Was bewegt sich? Alles! Außergewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar. Wir machen bitte was? Ja, hallo Freunde. Greifen nicht an. Ja, finde ich auch gut so. Soll ich vorlesen? Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Leere. Sonderbar. Na los, lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Oidyr.
ist, was immer es ist, nur durch Kippen des Tempels zu erreichen. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Okay, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Bammel, dass die Typen mich angreifen. Ich glaube aber irgendwie, das wird nicht passieren. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen. Tja, macht's gut, Freunde. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jettenheim geht? Ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie Tier. Okay, aber unser Ziel ist jetzt ja... Jetzt wissen wir Bescheid, die zwei Ketten zerstören. Aber vorher natürlich mal wieder eine kleine Geschichtsstunde. Sieh mal hier, noch eins. Da steht, er heißt Berielmir. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war er. Und noch einiges mehr. Er hatte wohl ziemlich viele Kinder. So etwas nennt man bei uns eine Untertreibung. Er ist tot, aber niemand hat ihn umgebracht. Sterben Riesen an Altersschwäche? Manchmal, ist aber selten unter den Legenden. Okay, und wir müssen nur noch einen Schrein finden, dann haben wir alle. So, jetzt natürlich die große Frage, zuerst links oder rechts? Eine Armee. Ich glaube, es bleibt sich ziemlich egal. Die erwachen bestimmt nicht zu leben, falls euch das Sorgen macht. Tyr meinte oft, er träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldatenstatuen nötig sind. Netter Bursche, aber er hat sich selbst ziemlich ernst genommen, oder? Okay, gut, dann links oder rechts? Wie gesagt, ziemlich egal, wir müssen wahrscheinlich sowieso auf beide Seiten. Ach, nicht schon wieder. Okay, wie mache ich das hier jetzt? Ich meine, das erste hier kann ich ja zumindest mal anhalten. Okay, ich glaube irgendwie, ich muss die alle auf eine Stelle bringen. Oder macht das irgendwie Sinn? Ich glaube irgendwie nicht wirklich, oder? Nee. Hä? Wie soll... Der Kleine könnte mich doch auch eine Weile tragen. Damit du das hier verpasst. Oh nein. Nee, das war doof. Okay, ich kann hier jedes einzelne anhalten, aber... Hä? Irgendwie muss ich das halt hinbringen, dass sich die alle genau gleich bewegen. Ansonsten komme ich hier, glaube ich, echt nicht durch. Und irgendwie, hoppala. Und irgendwie muss ich den ganzen Kram dann von hinten auf... abarbeiten, glaube ich jetzt zumindest mal. Dann nehmen wir das. So, jetzt brauche ich nur noch das letzte da hinten. Das ist doch das letzte, oder? So. Ich brauche mal irgendwie einen besseren Blickwinkel auf den Scheiß hier. Nein, da hinten dreht sich noch eins. Fuck you. Okay, nochmal kurz abwarten. Was? Das habe ich doch getroffen. Scheiße. Sag mir nicht, dass ich das nicht treffe. So, lassen wir das hier jetzt mal... So. Passt das ungefähr? Ich habe keine Ahnung mehr. Moment mal, ich mache jetzt einfach nochmal. Hier. Keine Ahnung, ob das, was ich hier gerade anstelle, irgendwie auch halbwegs korrekt ist. Kann mich ja noch immer nicht durch.
Scheiße. Mann, jetzt treffe ich das nicht. Willst du mich verarschen? Na, geht doch. Dann sollte es jetzt ja, glaube ich, halbwegs passen, dass ich hier durchkomme. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch mal gut aus. So, ich laufe mal vorbei. Dankeschön. Okay, wir sind einen Raum weiter. Und da sind auch schon die nächsten Fallen. Ja, wunderbar ist das. Okay, ein paar Gesundheitssteine, die brauche ich aber momentan nicht so unbedingt. Das hier zu öffnen, brauche ich noch irgendwo einen zweiten Hellheimwind oder wie auch immer man die Teile nennt. Okay, ich kann da eins reinpacken. Leer. Machen wir das mal hier. Okay. Warte mal hier rein. Ach, jetzt fängt sich das an zu drehen. Okay. Oh, oh. Oh, 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 oh. Ach Gott, müssen wir die jetzt echt hier solche Rätsel entgegenwerfen? So, mach das mal hier raus. Bleibt es dann stehen? Es bleibt stehen. Das will ich aber nicht, dass ich das so gut. Hier komme ich jetzt zumindest vorbei. Okay, was mache ich jetzt mit... Ach, shit. Das war doof. Weil, oh gut, ich kann mir das von der anderen Seite auch holen. Nein, komm mal raus, runter. Ach, nein, Mann, nee, Quatsch, das ist doch Blödsinn, was ich hier gerade tue. Moment mal, aber jetzt echt mal, Moment mal. Gehen wir hier nochmal hin. Hier nochmal schnell zurück. Dann passieren nochmal da rein. Und holen wir dann von hier einfach ein zweites. Wenn ich denn treffen würde. So, geschwind wie der Wind. Und rein damit. Und Türchen, öffne dich. Na, zumindest eine Kiste. Immerhin. Hyperions Griff. Hm. Ja, finde ich die Rage aber noch immer geiler. Das muss ich schon sagen. Das finde ich einfach besser. Okay, jetzt steht das hier natürlich an einer total bekloppten Stelle. Ist, glaube ich, auch nicht so mega geil. So, wenn das reinfährt, nee, da erwische ich es nicht mehr. Fuck! Wir haben jetzt einen total beschissenen Rhythmus. Und durch! Uiuiui. Die Kette, wir sind da! Es ist Zeit für deinen Einsatz! Okay, noch mehr Heilung. Wir sind an der Kette. Was haben wir hier stehen? Bis Götter gut werden. Könnte ein Weilchen dauern. Nein. Die warten nur auf uns. Jetzt können wir die Nibelheim-Runen lesen.
Ach, wir haben die Schiffe vervollständigt. Gehen wir hin? Ja, können wir irgendwann mal machen, Atreus, aber jetzt noch nicht. Gut, das war Kette Nummer 1. Ja, es war ja so klar. Ja, ist ja geil. Noch mehr Blödsinn könnt ihr euch nicht einfallen lassen. Ja, finde gut, dass die zumindest auch verkugelt werden. Aua. Dude, jetzt lass den Scheiß. So, ach, natürlich kommt da noch mehr. Natürlich. So, komm her, lauf mal schön in die Flammen rein. Nein, du sollst nicht mit Steinen werfen, Mark. Junge. Natürlich kommt ja auch noch kleines Mistvieh. Oh Gott. Du bist ein Sack. Oh, schön und die Flammen durchgerollt. War das ein Move, ey? Aua. Passt der schon hin? Hat der Mann gar nichts aufgehalten. Ja Gott, Flammen schon wieder mal. So, war's das jetzt? Ich glaube, das war's. Weiß aber nicht, ob ich die Mistteile hier wieder aktivieren. Aber ich kann mir zumindest mal... Kann ich mitnehmen? Das wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja, es liegt hier so viel Heilung, die ich alles nicht gebrauchen kann. Toll. So, hier gibt es nicht zufällig irgendwie einen schnelleren Weg, wie ich wieder zurückkomme, oder? Anscheinend nicht. Ich muss echt wieder da durch. Finde ich scheiße. Ach, da kommen noch mehr. Ja, dann kommt mal hier rüber zu mir. Werden aber wohl nicht die, ja, ich sag's doch schon, werden nicht die letzten gewesen sein. Aua! Ach, so ein Spacko ist das. Komm schon, brenn sie weg! Nein, unten durch. Fucking Flammen. So. Okay, Feuer sollte jetzt ja hoffentlich nicht mehr kommen.
Ach, jetzt auf einmal ist das alles perfekt angeordnet. Hätte das nicht schon vorher so sein können? Natürlich nicht. Was? Passiert irgendwas? Nee. Dachte mir, ich hätte was gehört. War aber wohl nicht so. Was ist denn das jetzt wieder? Ach ja, natürlich. Abwechslung ist sehr wichtig. Upsala. Oh, wie stelle ich das jetzt wieder am besten an? Ja, wieso dauert das jetzt so lange, bis es hochgeht? Ach. Ist ja scheiße. Irgendwie bekomme ich nicht so wirklich den richtigen Rhythmus hin. Das ist ein Scheiß. Jetzt vielleicht. Naja, auch nicht so ganz optimal. Außerdem möchte ich gerne wissen, denn das dritte Stampfobjekt hat nichts zum Einfrieren. Finde ich jetzt scheiße. Das ist mein ganzer Rhythmus im Arsch. Okay, ich muss also als allererstes mal... Oh Gott, wie soll denn das jetzt machen? Kann sich das ausgehen, wenn ich durchlaufe? Oh Gott! Oh nein, das geht sich nicht aus. Scheiße! Das war so arschknapp. Ah, fuck. Ich hätte gedacht, das geht sich aus. Ha. Huh. Okay, die ersten beiden sind jetzt genau gleich geschaltet. Nee, Quatsch, was tue ich denn? Das war jetzt gerade total dumm. Ja, muss ich auch. Ansonsten komme ich nicht an den zweiten ran. Jetzt geh du nochmal hoch. Warten wir nochmal den da hinten ab. So, wie sieht es mit dem Rhythmus jetzt aus? Jetzt heißt wieder das genauso wie vorher. Aber eigentlich hätte ich es ja gerne umgekehrt. Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Ist das? Ach Gott. Ich bin momentan echt zu dämlich für die Kacke. Arschloch! Ich einfach den Rhythmus nicht hinbekomme. Das geht mir wahnsinnig auf die Nüsse. Wahrscheinlich ist das hier alles total einfach, aber ich bin momentan einfach nur zu dumm dafür. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es momentan nicht. Tut mir leid, aber...
Ach du Sch... Hat das funktioniert? Nein, hat nicht. Jetzt aber. So, jetzt muss ich mal hart überlegen, wie ich jetzt den Rhythmus mache. Ich will ja eigentlich, dass das erste zuerst hochgeht. Ich bin verwirrt, ich bin sowas von verwirrt. Nein, das war scheiße. Bleib noch mal unten. Ja, wieso brauchen die immer so lange, bis die sich bewegen? Das ist totaler Scheiß. Naja, das könnte funktionieren. Theoretisch. Durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Dankeschön. Heieieiei. Ach, natürlich noch mehr Stampfkacke. Natürlich. Was denn sonst? Oh, Armschienen der Weltenschlange. Aha. Ja, die machen aber so ziemlich alles schlechter, was ich habe. Da haben wir auch nur einen Zauberplatz. Naja. Finde ich jetzt nicht so mega krass. So, da haben wir wieder so ein Explosions-Dingsi-Bumsi. Diesen Teil hasse ich echt. Ich weiß. Ja, was soll ich denn tun? Verstehe ich nicht. Gib mir mal das her. Okay, das hat was gebracht. Ja, wow. Frage mich gerade, kann ich mich da jetzt draufstellen? Ohne dass ich drauf gehe? Ja, das geht. Okay. Da reingehen wäre nicht so geil. Ja, Moment mal, wie soll ich hier jetzt? Gott, ich bin hier total verwirrt. Hier kann ich aber nichts in die Luft jagen. Irgendwie muss ich da durchkommen jetzt. Ey, ich bin... Ja, wie soll sich das zeitlich ausgehen? Ja, das geht sich doch nicht aus, wenn ich hier durchlaufe. Das überlebe ich nicht. Doch, ich überlebe es. Oh Gott. Ich hatte niemals Zweifel. Na klar. Ach, hier von der anderen Seite, jetzt kann ich sie einfrieren. Ja, toll, danke. Danke dafür. Lass sie in Frieden. Lass sie in Frieden. Offensichtlich nicht uns. Und noch ein Symbol der Ausdauer erhalten. Und da haben wir jetzt auch die zweite Kette. Ich würde sagen, die lösen wir erst in der nächsten Episode von God of War. Und bis dann sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.